Lutz Gusowski hat ein edles Service dabei, aus massivem Silber. Das Silber-Service gehört der Oma meiner Frau und steht jetzt zum Verkauf an. Wir haben es jetzt letztens beim Aufräumen wiedergefunden und möchten uns jetzt davon trennen. Was ist ein sogenanntes Kernstück eines Services? Ein Kernstück eines Services. Ich kenne das nur so, mein Schatz wollte immer ein Service haben und habe ich ihr Teller und Tassen gekauft. Das ist dann im Prinzip nur der Rand. Der Rand. Der Kern wäre das. Der Kern ist das und das kann man dann erweitern, bestücken und mit anderen Teilen dann ergänzen. Das ist aber auch sehr hübsch hier, ne? Mein lieber Scholli. Und vor allen Dingen dieses fünfteilige Service bietet eben Verschiedenes. Sie haben die Teekanne in der Hand. Hier ist noch eine Kaffeekanne und eine Mokkakanne. Ja. Dazu kommt auf jeden Fall ein Sahnegießer, das ist dieses Teil, ja. Und eine Zuckerdose, das ist dieses Teil. Aber das ist aber ganz selten, dass man diese drei Kannen dabei hat, weil ich kenne das eigentlich nur immer, Milchkännchen, dann Zuckerdöschen und eine Kanne Ende. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass es massives Silber ist und einiges auf die Waage bringen wird. Massives Silber. Vielleicht werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf die Marken. Man erkennt hier M und dann ein hochgestelltes N und dann ein W und dann noch ein hochgestelltes B für Mappen and Web. Ihre Brille ist bedeutend besser als meine. Ja. Und Mappen and Web ist eine besondere Firma, ist sozusagen die erste Adresse in London, die erste Adresse für feinstes Silber. Also das Königshaus bezieht aus diesem Haus. Wie kommen Sie denn da dran? Das gehört der Oma meiner Frau. Und die kommt aus dem englischen Königshaus? Wo der, also Ursprungsland oder Ursprungsort, wo es herkommt, kann ich leider nicht mehr sagen. Nur ich kenne das jetzt seit 15 Jahren, dass das bei uns im Besitz ist. Und hat die Oma denn noch was erzählen können dazu? Ist aber also ich habe das so mitbekommen, dass das Service immer gut behütet im Schrank stand. Da durfte auch keiner dran gehen. Es durfte auch nicht herausgenommen werden, sag ich mal, für den alltäglichen Gebrauch, sondern das war für gut, wie es früher mal so hieß. Für gut. Und wann war gut? Ich habe es nie erlebt. Ja. Aber es liegt auch in einem hervorragenden Zustand vor. Ja. Also es ist wirklich kaum Kratzer, sag mal hier kaum oben drauf. Ist das Kunststoff oder? Nein, das ist Elfenbein. Elfenbein? Die Griffe sind aus Ebenholz, also auch was Besonderes. Ja, jetzt wäre natürlich interessant, für mich direkt wieder zwei Sachen. Mhm. Warum soll das weg? War die Oma böse? Nein, es ist ja wie gesagt ein Erbstück von meiner Frau. Ja. Und wo wir umgezogen sind, wurde es ordentlich verpackt, wie es gerade gehörte, also wie all die Jahre theoretisch auch. Und wir haben es durch Zufall mal beim Keller aufräumen wieder gefunden. Die Oma dreht sich jetzt gerade im Sarg rum, das schwöre ich dir. Wir haben auch mit ihr gesprochen, da ist alles in Ordnung. Aber ihr habt noch Kontakt. Und haben es nicht vermisst gehabt. Ja, es passt auch bei uns nicht in die Einrichtung rein und deswegen haben wir uns entschlossen, zu verkaufen. Zu verkaufen, genau. Ich vermute schon mal, ein Wert ist definitiv da. Ja, feinste Adresse aus London. Ja, auf Zustand jeden Fall. Also das gibt auch Zusatzwert, wenn man so will. Aber ich habe diese einzelnen Stücke mal alle auf die Waage gestellt. Ja. Und sie bringen tatsächlich 2,5 Kilo auf die Waage. Boah. Und dann kann man ausgehen von einem Wert von 2.500. Aufgrund der feinen Adresse 3.000 wäre ich mit einverstanden. Was wäre so ein unterster Preis? Ich meine, ihr habt das ja sowieso nicht vermisst, komm, jetzt einmal ehrlich. Er stand 10 Jahre im Keller, vergessen, wiedergefunden. Also, der unterste Preis, der wäre um die 6.000 Euro. Du bist aber mutig, ne? Mein lieber Mann. Liebe Frau Doktor, wäre das erzielbar? Die Händler wissen sehr gut, was das Silber so momentan wert ist. Und von daher werden sie auf den reellen Silberwert drücken. Und es kommt dann auf Sie an. Hier ist das begehrte Händlerkärtchen. Oh, ja, okay. Ohne darf man nicht da rein. Jawohl. Und dann würde ich sagen, das schnappst du dir. Mhm. Als Silber vorsichtig in der Hand. Ja. Und dann ab nach oben. Jetzt geht es für Lutz Gusowski in die Höhle der Löwen, in den Händlerraum. Die Profis sitzen zwar alle an einem Tisch, doch Geschäfte macht hier jeder ganz für sich allein. Auf 3.000 Euro hatte Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel das Silberservice geschätzt. Lutz hofft auf mindestens 6.000 Euro. Was werden die Händler ihm bieten? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Gott. Was haben Sie uns Schönes mitgebracht? Ein fünfteiliges Silberservice. Oh. Sandra Schäfer hat bestimmt großes Interesse am Silberservice. Denn das passt genau zum edlen Sortiment in ihrem Kölner Geschäft. Ich kann mich an schönen Dingen erfreuen. Mir macht das Spaß. Ich genieße
und zelebriere gerne schöne Dinge. Sandra weiß genau, was sie will, denn ihre Kundschaft verfügt über das nötige Kleingeld, um sich ein wenig Luxus gönnen zu können. Als Frau weiß sie um ihre Stärken in diesem Geschäft. Bei Männern ist es oft so, dass sie vielleicht eher das Handeln an sich in den Vordergrund stellen und bei Frauen ist es vielleicht eher die Leidenschaft an den Dingen. Diese Leidenschaft hat Sandra in den letzten Jahren zum Erfolg geführt. Doch manchmal steht sie ihr auch ein kleines bisschen im Weg. Wenn ich etwas sehe, was ich unbedingt möchte und was mein Herz berührt, dann muss ich das auch haben. Dann ist der Jagdinstinkt geweckt. Das ist ein sehr, sehr schönes Silberservis. Fünfteilig. Von Meppin & Webb. Richtig. Meppin & Webb ist eine der weltweit besten Silberschmieden. Mhm. England. Gegründet in Sheffield in England. Bis heute Hoflieferant der englischen Queen bzw. des Könighauses. Wunderschöne Arbeit. Das ist bestimmt was Königliches, ja, sage ich mal. Also ich habe da Kunden im In- und Ausland für. Ich habe bessere Kunden. Die so eine exzellente Arbeit suchen. Ja, gut. Wunderschön. Gemarkt, Seriennummer, wunderbar. Also vom Gewicht her sind das bestimmt 2 Kilo. Ich will nicht übertreiben, aber vielleicht sogar 2,5. Haben Sie eine gewisse Vorstellung? Ich lasse mich schon mal raschen. Ne? Ja. Also ich würde Ihnen 8.000 anbieten. Weil das einfach eine wunderschöne Arbeit ist. Es ist ein exzellenter Zustand. Ja. Ich habe da die Kunden für, also ich biete Ihnen 8.000. Ich möchte jetzt nur dazu sagen, ist ein ganz großer Nachteil, weil das Tablett fehlt. Aber darf ich dich unterbrechen? Wenn ich dich einmal unterbrechen darf. Bitte. Es ist fünfteilig. Es sind 3 Kannen. Es ist ganz, ganz selten, dass es fünfteilig ist. Also ich hätte mir mit etwas mehr gerechnet. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben Sie gedacht? 50? Also fünfstellig soll es schon sein. Sie müssen eines verstehen, wir sind Händler. Wir wollen es natürlich günstiger einkaufen, als wir es verkaufen. Der Wert ist definitiv da. Wolfgang Paugitsch, der Antiquitätenhändler aus Oberstaufen, hat auch erkannt, was für ein Schatz ihm da angeboten wird. In seinem Geschäft geben überwiegend Touristen ihr Geld für die schönen Dinge des Lebens aus. Also wir handeln hier im größten Teil mit Kleinkunst, sprich Gläser, Porzellane, Silberartikel, Juwelen im großen Bereich, sprich Farbsteine, Diamanten, Gold- und Silberwaren. Wolfgang hat sich übrigens aus ganz bescheidenen Verhältnissen nach oben gekämpft. Dementsprechend groß ist dein Selbstbewusstsein. Also ich glaube, meine Stärken sind die Nase, die Spürnase. Wann man etwas kaufen muss, zu welchem Preis. Zum Selbstbewusstsein und der Spürnase kommt dann noch eine entsprechende Kaufstrategie. Ich bin schon der Meinung, dass manche Menschen viel zu lange über einen Gegenstand reden und vergessen, im richtigen Moment zuzupacken, weil im Prinzip bin ich ein Verkäufer und kein Märchenerzähler. Also ich gebe Ihnen 8,5. Ich gebe Ihnen 10. Du warst mir bislang sehr sympathisch. Du mir auch. Du kriegst sagen, es nicht, du bekommst es nicht fünfteilig in diesem Zustand aus London. Ich ziehe meine Handschuhe aus, ich steige aus. Bei 10. Okay. Sind wir uns einig? Nehme ich an. Super. Dann bitte schon, dann packen wir es wieder vorsichtig ein, würde ich sagen, oder? 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ja, leck mir am Arsch. Darf ich mal? Ja, selbstverständlich. Bares für Rares. Jetzt guck dir das an. Weißt du was, da muss ich nachher unbedingt der Heide erzählen, da geht die kaputt dran. Das ist ja unfassbar, bitteschön, bevor es nachher heißt, das war weniger, ist nichts mehr drin. Gratulation. Vielen Dank. Und jetzt, was macht ihr jetzt damit? Mit deinem Schatz in Urlaub? Nein, nein, das legen wir gut an für meine Tochter, fürs Studium später und... Ich würde auf jeden Fall ein Riesenbild von Oma jetzt fest im Wohnzimmer aufhängen, weil das war ein tolles Erbe. Das werde ich auf jeden Fall machen. Meine Herren, alles klar. Nochmal. Danke. Danke dir. Ja, bis dann. Respekt. Tja, meine Damen und Herren, Bares für Rares. Jetzt ist es mal richtig passiert.